Immer montags und freitags fliegt Air Berlin jetzt im Winter nonstop von Hannover nach Arvidsjaur in Nordschweden. Nach 2 Tagen Erkundungsreise haben wir hier bereits so einiges erlebt. Mit dem Schneemobil ging's ins Hotel. Der Besuch einer Rentierfarm stand ebenso auf dem Programm wie eine Stadtrundfahrt auf Tretschlitten. Ein Fahrsicherheitstraining unter Extrembedingungen haben wir schon absolviert. Und auch das ursprüngliche Schwedisch-Lappland durften wir entdecken. Inklusive Übernachtung in einer Hütte ohne Strom und fließend Wasser. Doch egal, was wir bisher erlebten, eines stand fest. Bei bis zu minus 30 Grad Celsius muss man sich zu helfen wissen. Ein Geheimtipp ist auf jeden Fall, dass man sich möglichst nicht eincremt und keine Seife am Tag vorher benutzt, wenn man rausgeht. Und die Männer sich auch nicht rasieren sollen, weil dann die Haut nämlich besonders stark auf die Kälte reagiert. Ein Härtetest nicht nur für Männerhaut steht für den Abend an Tag 3 an. Wir sind unterwegs mit dem einzigen Eisbrecher, der sich in Privatbesitz befindet. Ein Hotel bietet die Eisbrecherfahrt als exklusives Abenteuer an. Der besondere Clou? Wer möchte, kann mit speziellen Neoprenanzügen baden gehen. Das Wasser ist 3 Grad kalt, raus ist es noch kälter, minus, weiß ich nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das ist dickes Neopren und es soll warm und trocken halten. Schauen wir mal. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Anzüge richtig sitzen. Sie wurden extra für Schiffsfahrten in die kältesten Regionen der Welt konzipiert und sollen angeblich 6 Stunden vor dem Erfrieren im Wasser schützen. Mancher ist da noch skeptisch. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich muss den Leuten hier echt vertrauen. Es soll und darf keinerlei Unfall passieren. Darum haben wir all die Sicherheitsmaßnahmen, wie diese Leine, die die ganze Zeit verbunden bleibt, um jegliche Gefahr zu vermeiden. Im Grunde treibt man wie ein Ball. Und dann gibt's kein Zurück mehr. Good swim. Am Ende haben sich dann alle getraut und es nicht bereut. Ich habe noch nie etwas Ähnliches gemacht. Schön war's. Winterbaden ist eigentlich fast noch schöner als Sommerbaden. Es soll gut für den Tag sein und für die Gesundheit. Der einzige Nachteil ist ein bisschen kalt. Aber sonst ist toll. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Doch auch am Morgen des Abflugs wartet noch ein Highlight. Hunde statt Pferde stärken. 12 Siberian Huskies vor einem Schlitten. Das bedeutet 30 km/h Höchstgeschwindigkeit. Warum die Tiere sogar Spaß daran haben, dafür gibt es ein einfaches Rezept. Häufig, wenn Leute zu laut mit ihnen reden und die Hunde anbrüllen, werden sie nervös und machen deshalb nicht, was sie sollen. Wir müssen einfach freundlich sein, dann hören sie sogar gern auf uns. Majestätisches Gleiten durch eine winterliche Traumlandschaft und das ganz ohne jeden Motorenlärm. Da geht die Fahrt viel zu schnell zu Ende. Toll, das war ein Traum, wirklich, viel zu kurz. Ein Fazit, das auf die gesamte Reise zutrifft. Und wenn auch Sie jetzt Lust bekommen haben auf diese faszinierende Winterdestination, dann fliegen Sie doch einfach hin. Air Berlin bringt Sie in gerade einmal 2 Stunden Flugzeit, montags und freitags nach Arvidsjaur. Natürlich direkt ab Hannover Airport.